mache jetzt mal weiter. Wir sind jetzt in der Nacht angekommen und wir sollen zerstöre die Toilette in 113. Kauf ein paar Tipps. Das machen wir natürlich. Wenn uns das Tutorial das vorschlägt, dann machen wir das doch. So, 113. So. Im Schlafzimmer befindet sich der Ersatzschlüssel. Das ist natürlich schon hilfreich. Jemand zwischen 21 und 2 Uhr da. Das ist natürlich auch hilfreich. Wie gesagt, ich habe leider noch keine Uhr. Deswegen weiß ich nicht, wie spät es gerade ist. Und daher müssen wir nochmal gucken. Wir fahren jetzt erstmal zu 113. Und dann gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall finster. Ja, ich meine damit auch nicht Mrs. Finster, ne, sondern es ist finster. Und da gucken wir auf jeden Fall. Gucken wir auf jeden Fall mal. Parken wir unser Mobil hier unten direkt. Aber es scheint jemand da zu sein, glaube ich. So. Knospi, danke dir. So, da liegt auf jeden Fall einer auf dem Boden. Und wir werden jetzt erstmal hier schauen. Die ein bisschen erspäht kriegen. Wir haben mal Schlüssel Nummer 3. Das haben wir natürlich jetzt erstmal nicht. Aber vielleicht können wir die hier irgendwie erspähen. Hier haben wir Schlösser knacken 1 ist. Okay. Wir wissen auch über der. Das ist ein Badezimmer. Frage ist, kommen wir jetzt hier rein? So, wir haben auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall erstmal den Schlüssel. Was schon mal nicht schlecht ist, weil jetzt können wir nämlich vorne einfach die Tür öffnen. Ohne dass uns die Pappnase da bemerkt. So, was müssen wir denn klauen? Schlafzimmer, befinden Sie ja. Wohnzimmer steht ein wertvoller Drucker. Okay. Den nehmen wir schon mal mit. Hätten wir unser Auto ein bisschen besser parken können, weil jetzt müssen wir nämlich hier über Haus und Hof. Wir lassen ihn ja einfach mal hier stehen. So, den Drucker haben wir schon mal in Sack und Pack. Ja, schon mal eine lobenswerte Investition. Der Typ ist ja entweder tot oder pennt. Wir sneaken uns alle MacGyver hier wieder rein. Jetzt mal, ja.
wir uns hier noch unter den Nagel reißen können. Smartphone. Nuke. Das ist wahrscheinlich so eine Verarsche von Nuke, ja. Nehmen wir aber erstmal mit. Ein gutes Smartphone. Das Scheinchen, die Vase nehmen wir uns noch mit. Ja gut, ne, das war close. Jetzt sind nur Schiffen gegangen und... Jemand aus dem Bad, Alter. Ich muss die Schüssel noch kaputt machen. Der sich da drin ein, Alter, oder was macht der da? Ja, wo ist? Was ist denn nun? Die Schüssel mach ich noch kaputt, Alter. Kein Schrank. Der hat keinen Schrank, der Bastard. Ach Mann, ey, da waren wir eigentlich echt, wir hatten echt einen guten Lauf, ey. Muss ich jetzt alle nochmal klauen? Komm, verarsch mich doch nicht. Okay, also das war schon mal der richtige Call hier. So. Das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Call gewesen. Aber unser Auto parken wir einfach ein bisschen weiter vorne. Weil, da haben wir nämlich mit dem Drucker nicht ganz so weit. Wo darf ich denn stehen? Darf ich hier stehen auf dem Bürgersteig? Also? Ja, so, ne? Also hier kann ich ja stehen. So, wann geht der Dude pennen? Wann bist du da pennen gegangen? So, das Fenster ist auf jeden Fall wieder offen. Wo liegt ihr mal ins Bett hier, Kollege? Ne? Es ist spät. Guckst du durch falsche Fenster. Und Tobi, vielen, vielen Dank für deine Glückwünsche. So, der müsste sich jetzt ins Bett hauen, in der Koje. Jetzt schon einige Grund. Und so, ne? Wir schließen jetzt sein Schlafzimmer ab, welcher Mongo! Witcher Mongo schießt das Schlafzimmer ab! Freeze! So ein Faggot. Alles Gute, du kleiner Streetshare, kleiner als drei. Tommy, wie bin ich in der Bank? Für 10 Kekse. Streetshare? Einer, der beim Fem nicht erwischt werden will. That's right.
Vielen Dank für 10 Tacken und Dankeschön für deinen Support, mein Lieber. Danke dir. Sehr nett. Und Wort Striecher hat mir besonders gut gefallen. Leg dein Bett, Junge, und wedel die Keule, Junge. Komm, ich sehe dich hier durch. Ich hab Wallhack. Ja, du da. Huhu. Na gut. Geht er nochmal pennen jetzt? Oder? Ist er jetzt eingepennt? Pennt der? Dann nehmen wir ihn mal weg. Ach, das Land gewinnst, Junge. Erstmal einen WLAN rüberklauen. Tlühü, blöden Wichser. Jetzt aber schnell weg, du. Na? Jetzt aber ganz flink. Ja, also wenn das kein A ist, ein C. Neuer immerhin. Was wird's der? For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know? Ja, wo ist denn hier das Klettergerüst? Hm? Nee, dann muss ich doch wieder bestimmt bei dem Mann verkaufen, oder? Muss hier mein Klettergerüst? So kann ich klettern gehen? Hallo, Tutorial? Ah, wir müssen Flinkheit Level 2 haben. Ja, da fehlt uns noch ein bisschen XP, ne? Aber wir können aber erstmal gucken, was wir hier mitgestaubt haben. Also diesmal haben wir leider nicht so viel mitgenommen. Den Router haben wir gaunert. Aber ansonsten sind wir da doch relativ leer aus hier, ne? Jetzt Tipps des Hauses. Die nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Tipps. Und, der hat ein. Was? Niemand ist zwischen 1 und 4 da. Na gut. Wir fahren jetzt erstmal zum Pfandhaus. Ja, skillen. Nee, kannst ja noch nicht skillen. Mir fehlt das Level.
Mir fehlt da noch das Level. Oh. Welcome back. Welcome back. Junge, ich hab einen wertvollen Drucker. Ja, 270 Flöhe, das sagt mir doch schon jetzt. Das schmeckt doch. So, dann setzen wir uns hier wieder rein in die Höhle. Dann fahren wir da mal zum Häuschen. Inke Level 2. So, wo sind wir jetzt eingestiegen? Die 13, ja? Jo, was ist Tobi verlieren? Die 13 sind wir reingestiegen, ne? Guck mal, ja, das ist ein Parkplatz. Da können wir eigentlich direkt auch ratzen. Und von 21... Von 21 bis 2, ja? Waren die nicht da? Dann schlafen wir mal. Ja, machen wir doch mal. Ich weiß aber nicht, ob es die 12 oder die 13 war. Wenn bei der 13 ist. 1 bis 4. Da bin ich zu früh, aber ich glaube, es war die 12, ja? Bin mir nicht sicher, war die 12 oder die 13? Also 113. So, jetzt wollen wir erstmal hier in das Loch. So, machen wir hier mal hier. Dann... Guten Tag. Oh, jetzt kann ich nicht mehr pennen oder was? Ich kann jetzt hier nicht mehr pennen. Ich stehe auf dem Parkplatz. Hier, muss ich hier stehen. Eins. Jetzt bist du hier. Nein, Mann, ich drücke mal Ausgang. Schon wieder Ausgang gedrückt. Dann müssen wir mal gucken, wo wir rennen können. Ob die 12 oder die 13 war. So, dann düsen wir mal los. Dann können wir gucken wegen Licht. Die 12 sieht leer aus. Das war das blaue Haus. Vorbei, Alter. So. Gut. Alter.